Ja, morgen, Freunde. Na, ist das nicht mal herrlich, wenn es wieder mal regnet im Schwarzwald? Wer hätte gedacht, dass ich mal sowas sage, ne? Aber es war jetzt wirklich 6 Wochen lang total trocken. Und da wir hier Wasserselbstversorger sind, brauchen wir halt immer wieder mal ordentlich Regen. Und ganz wichtig für uns ist eigentlich ein ordentlicher Winter mit Schnee. Aber der Schnee lässt uns ja in den letzten Jahren auch hängen. Und darum ist es ja nicht schlecht, wenn es wieder mal ein bisschen regnet, ne? Aber genug übers Wetter gequatscht. Ich glaube, jetzt holen wir nochmal eine coole Aktion hier raus. Also holt euch einen Kaffee, seid dabei, habt Spaß, macht mit. Gleich geht's los. Freunde, so, wie wäre es noch mit einer kleinen Aktion hier in den Sommerferien? Ich habe ja gesagt, wir hauen noch eine raus, und so eine richtig coole Aktion. Ich habe hier noch ein cooles Messer von der Firma Pius Lang bekommen, und wer meinen Kanal verfolgt und kennt, weiß, dass sämtliches Gear, das hier reinkommt, früher oder später, auf welchen Wegen auch immer wieder zurück in den Gear-Kreislauf findet. Und da habe ich gedacht, da machen wir nochmal eine coole Aktion und pushen mal ein bisschen den Facebook-Account von Pius Lang. Das ist natürlich jetzt für alle interessant, die auch Facebook haben. Ich denke mal, das haben ziemlich viele Leute. Als ich das letzte Mal geschaut habe, war seine Freundesstand. Gut, die haben keine so Firmenseite, sondern die machen das über einen normalen User-Account bei 185 Freunde. Lächerlich, oder? Das hauen wir doch hoch, habe ich mir gedacht. Jetzt haben wir Sonntag. Lassen wir eine Woche laufen bis zum letzten Ferientag, nächste Woche Sonntag. Und da müsste es doch ein leichtes sein für alle, die einen Facebook-Account haben. Haut bei immer ihr eine Freundschaftsanfrage drauf. Der wird dann natürlich mit Sicherheit allen stattgeben. Und wenn wir bis nächsten Sonntag nochmal 315 Freunde dazu gewinnen auf seinen Kanal, dass wir dort die 500er Marke überschreiten, dann hau ich am nächsten Sonntag noch dieses 200-Euro-Messer raus. Nämlich ein Jagdmesser. Natürlich mit Zertifikat. Und hier das Modell Vampir mit Makassarholz und hochwertiger Echtlederscheide. Ein richtig schöner kleiner Schneidteufel. Und wie sich das gehört für eine Firma aus Tuttlingen, da sind nämlich die ansässig, ist es nämlich aus Chirurgenstahl, aus dem 1,4034er gefertigt. Das Zeug rostet nicht, das bricht nicht aus, da bricht nichts ab und es bleibt super scharf. Aus den Dingern, ihr wisst ja, Tuttlingen sitzt die ganze Medizinindustrie, ist hervorgegangen aus vielen Messerschmieden und Manufakturen und Pius Lang ist bei den Messern geblieben, aber Stahl verwenden sie den gleichen, nicht umsonst baut man Skalpelle aus so einem Stahl. Okay Leute, ne? Das würde ich doch sagen, lohnt sich doch auf jeden Fall mitzumachen. Und wenn ihr ihn als Freund geliked habt, ne, oder halt in seiner Freundesliste seid, dann schreibt ihr hier einfach unter das Video Hashtag Pius Lang. Für all diejenigen unter euch, die jetzt halt mal kein Facebook haben, schreibt halt trotzdem Pius Lang drunter. Ne? Wollen ja nicht so engstirnig sein. Ne? Aber wir müssen halt gucken, dass wir bis nächsten Sonntag die 500er Marke knacken. Dann hauen wir das Teil raus. Also ganz einfach, Link ist in der Videobeschreibung. Beim Facebook-Account von Pius Lang vorbeischauen. Freundschaftsanfrage abschicken, wer es noch nicht gemacht hat. Wer es natürlich schon gemacht hat, drunter schreiben anschließend Hashtag Pius Lang. Und dann schauen wir mal, wo wir nächsten Sonntag stehen. Und bitte schaut danach wieder mal vorbei oder in euer Postfach oder in euer Online-Nachrichtenportal bei YouTube. Ich habe jedes Mal ein dermaßenes Problem, die Preise an den Mann nachher zu kriegen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Bei den ganzen letzten immer so spontanen Kurzverlosungen machen als 300 Leute mit. Ja, glaubt ihr, ich kriege die Preise nachher an den Mann? Das habe ich letztens mit der Grillgabe. Der User hat sich nicht gemeldet. 9 Tage, 3 Nachrichten. Okay, die ganzen E-Mails, die waren Gott sei Dank noch im Papierkorb. Musste sie nicht nochmal alle von der Webseite gucken. Nochmal losgezogen. Habe ich mich gefreut, hat
Ne, vom Namen her muss es eine Dame gewesen sein, die gewonnen hat. Das war, glaube ich, bloß eine von 300. Ne? Wie hoch ist da die Chance? Da wäre super, eine Dame, Grillzange kann die prima brauchen in der Küche. Ist jetzt auch schon wieder Tage her, meldet sich auch nicht. Also ich warte jetzt hier noch 2-3 Tage und dann werde ich nochmal losziehen. Und hoffentlich liest dann da mal jemand sein Postfach oder E-Mails. Sonst suche ich mir irgendwann mal einen freie Schnauze raus, welche Nase mir am besten gefällt und verlost das Zeug, weil so hat das ja keinen Wert. Also Leute, schaut anschließend wieder mal zum Verlosungsvideo rein. Nein, ich will ja keine Klicks sammeln, sondern wenn ich was verlos, will ich das Zeug auch irgendwann an den Mann kriegen. Ne? Und nicht wochenlang hinterher rennen. Oder schaut in euer Nachrichtenportal. Ich schreibe die meisten Leute bei YouTube, der dann über YouTube an. Unter Nachrichten werde ich mal den Link drunter hängen, wo ihr eure Nachrichten findet. Da gibt es aber auch einen Ordner. Spam. Könnte ja vielleicht so sein, dass meine E-Mails bei euch im Spam-Ordner landen. Na, schaut da mal nach, ob da dann als eine Nachricht von mir drin ist. Ne? Okay, das war nur mal ganz kurz was Administratives. Also macht mit, liked Pius Lang. Dann machen wir die 500 User voll und nächsten Sonntag hauen wir dieses schöne 200 Euro teure Jagdmesserchen raus. Mit wirklich abgefahrenem, ne, Makassarholz. Sieht aus wie ein cooles Zebramuster. Schmale, schneidfreudige, scharfe Klinge aus Chirurgenstahl. Ein richtig schöner, kleiner Stachel. Richtig cooles Jagdmesser. So Leute, also genug gequatscht. Mein Kaffee ist leer, aber es ist so kalt schon wieder. Ich glaube, ich lasse mir noch einen zweiten aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ihr wisst ja, es gibt kein schlechtes Wetter, bloß schlechte Ausrüstung. Also Regencape an und raus. Ich knall mich aufs Sofa und mache ein bisschen Extreme-Coaching. Nee, ich muss das Video noch schneiden. Also, bye Leute, macht's gut. Ciao. Euer Emil.